Hallo zusammen, heute mal aus dem Geschäft, eine kurze Session. Als erstens Peace und vielen Dank, 100 Abonnenten erreicht auf YouTube, krass, hätte ich nie gedacht so schnell. Das nächste Ziel ist 1000, bei 1000 machen wir sicher ein geiles Event, irgendeinen Tagesausflug, den man gewinnen kann oder sonst irgendetwas mit dem Tesla Model 3. Aber heute würde ich euch gerne mal den ganzen Wächtermodus, Sentry Mode zeigen. Wie man den einrichten muss, was man alles einstellen kann und so weiter. So, für das müssen wir da schnell die Kamera wechseln. Also erstens ist das ganze USB-Zeug, ich kann mir da noch ein bisschen Licht machen, das sieht sich besser. Das ganze USB-Zeug ist da unten versteckt. Da unten ist das drin. Es hat da zwei USB-Ports. Probiere mal noch ein Licht zu machen mit dem Handy. So, da sehen Sie es gut. Es hat zwei USB-Anschlüsse hier in der Mittelkonsole. Im einen habe ich den USB-Stick drin. Ich nehme jetzt den mal raus. Nein, eben, wir dürfen nicht einfach rausziehen. Das ist schon mal das Erste. Da oben, das da ist der Wächtermodus. Wenn das schwarz ist, ist es nicht aktiv. Jetzt wäre er aktiv und wird rund ums Auto überwachen, falls irgendetwas ist. Und das ist das Rekordzeichen, das Aufnahmezeichen von der Dashcam. Wenn ich jetzt da drauf bleibe, länger. Das ist noch richtig tüpfen. Dann müsste man eigentlich jetzt abschalten. Jetzt sieht man es rot. Ah, ich habe jetzt zweimal gedrückt, das war das Problem. Nochmal. Drauf bleiben, jetzt das Rekordzeichen weg. Das heisst, er nimmt jetzt nicht mehr auf. Jetzt kann ich den Stick ausstecken, ohne dass etwas kaputt geht. Dann wenn wir hier schnell. Ich könnte jetzt mal so montieren. Dann zeige ich euch das schnell auf dem Laptop. So, USB-Stick einstecken. Was man eigentlich da muss machen. Das ist jetzt mein Stick. Das Einzige, was man muss machen, um den vorbereiten, USB-Stick in den Computer rein, formatieren, sicher schauen, dass auf FAT32 ist, eingestellt. Der Name ist egal. Und dann formatieren, wenn man frisch hat. Dann in USB-Stick 3 neue Ordner erstellen und den Tesla Cam benennen, wie ich es da schon gemacht habe. Wenn man das gemacht hat, kann man den USB in die Mittelkonsole einstecken und dann sollte auch das Dashcam-Zeichen erscheinen. Ich habe jetzt hier schon ein paar Clips drauf. Im Recent Clips tut er immer aktuell aufzeichnen. Da hat man einfach die letzte, ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Ich glaube, er zeichnet einfach auf und tut dann irgendwann, wenn er keinen Platz mehr hat, überschreiben. Also die letzten Minuten hat man sicher da drauf. Da sind Saved Clips drin, das zeige ich euch nachher, wie man einen Clip saven kann. Und das sind Sentry Clips, also die vom Wächtermodus. Die, wo, wenn irgendein Ereignis ist, tut die aufzeichnen. Es stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie man die Sachen anschauen kann. Am besten ist der Tesla CamViewer 2. Also aus meiner Sicht. Vielleicht gibt es noch bessere. Da kann ich jetzt auf den USB-Stick drauf. Ich kann hier in Ordner Tesla Cam
kann jetzt hier zum Beispiel auf die Saved Clips und kann hier schauen, was ich hier gesaved habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgendetwas habe ich hier gespeichert. Jetzt lädt er den und dann kann man hier eigentlich schön anschauen, was es war. Genau, das sind die gespeicherten Clips, muss ich mal noch durchschauen. Sentry Clips, die sind vom Wächtermodus. Da muss ich noch einen anschauen. Ich bin liegen jemand ums Auto rumgelaufen, vielleicht bin ich es auch selber gewesen. Ich weiß nicht, warum er immer so lange hat, bis es anfängt abspielen am Anfang. Ja, da ist er halt einfach rumgestanden, darum bewegen sich da die Bilder nicht so extrem. Irgendwann sieht man vielleicht noch eine Person. Ah ja, genau da. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Tesla Cam Viewer. Dann den USB-Stick wieder schön auswerfen, dass nichts korrupt ist nachher. Dann nehmen wir den USB-Stick wieder raus. Und dann die Kamera wieder drüllen. So. Stick tun wir wieder unten einstecken. So. Jetzt sieht man vom Wächtermodus. Also die Hei, Arbeit und Favoriten. Gemäss Infos braucht das ein bisschen mehr Fuß da. Das heisst, ich lasse ihn jetzt mal ausgeschaltet und tue ihn einfach bei Bedarf, wenn ich an unsicheren Orten oder so parkiere oder beim Posten, tue ich kurz selber aktivieren. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in den Kommentaren. Immer schön abonnieren, Daumen hoch und Peace, bis bald. Ciao zusammen.